Moin Leute, ich melde mich hier aus dem Lockdown, bin in meiner Hood hier in der 419 STC. Yo. Und ich begrüße euch heute zu einer neuen Kategorie und die nenne ich Waldis Gurken. Dabei stelle ich euch jetzt mal so ein bisschen vor, was ich immer so schraube. In erster Linie werden das vermutlich private Geschichten sein, die ich für mich selber baue. Eventuell wird das auch was sein, wo ich dann mal mein Geld mit verdiene. Das ist aber zurzeit ein sehr ferner Traum, dass ich mich durch meine Schrauberei auch hauptberuflich verdingen kann. In meinem letzten Video wegen Umbau am Schrotten hatte ich ja schon angekündigt, dass ich mir eine rollende Werkbank bauen will. Der Grund ist ganz einfach. Zum einen liegt in meiner Wohnung alles voll mit Werkzeug, was ich halt noch retten konnte. Und ich finde, das sieht einfach doof aus, wenn das da einfach so auf dem Haufen liegt. Das macht man als guter Handwerker einfach nicht. Und ja, zum anderen hatte ich mich ja auch so geärgert darüber, meine schöne Werkstatt einfach wegschmeißen zu müssen, dass ich jetzt einfach mal wieder was Vernünftiges und Sinnvolles bauen will, um auch wieder in den Sattel zu kommen. Als Basis für die Werkbank nehme ich hier diesen alten Lagerwagen von Schreiber und Weinert hier aus Hannover. Der ist richtig solide, der hat einen Rohrrahmen, der hier auch noch richtig schön geschweißt ist. Die Wand ist aus Multiplex, das sind Hartholzplatten, die quer übereinander verleimt werden und damit super hart sind. Der hat jahrelang draußen gestanden und trotzdem nichts dran. Den habe ich mal auf einer illegalen Müllhalde gefunden und hatte den dann immer in meiner Werkstatt für irgendwelche schweren Sachen, Schrott oder so. Jo, dann bin ich an Silvester noch extra, bevor die Geschäfte zugemacht haben, zum Baumarkt mit dem Fahrradanhänger, weil ich habe ja Gewerbeschein. Und habe mir dann noch ein paar Bretter geholt für den Aufbau. Das sind zum einen hier die Leisten für ein Regal, da kann ich dann nochmal zusätzliches Werkzeug draufpacken auf so einer Palette. Und dann habe ich hier oben den Flight Case. Der Flight Case, der hält auch richtig was aus. Den habe ich hier richtig solide verschraubt und verleimt. Und dann habe ich mal meinen 2-Tonnen-Wagenheber, der meinen alten Trailer ohne weiteres gehoben hat, hier unten mal als Leimpresse reingesetzt. Und der hat durchgepumpt, ja. Der konnte sich nicht mehr bewegen. Der hält also an so einer kleinen Stelle, so groß wie hier meine Objektivklappe, 2 Tonnen. Man kann da also im Prinzip einen Panzer drauf parken, ohne dass der bricht. Ja, also das ist schon richtig solide Wertarbeit. Ist ja jetzt natürlich alles noch in Rohbau, muss noch ein bisschen geschliffen werden. Hab mir gedacht, da kommen dann vorne noch Verschalungen hin. An den Seiten hier kommen noch Rahmen rein, also so Klappen, damit man das auf und zu machen kann. Das Ganze wird dann noch schön, kriegt dann noch eine schöne Arbeitsplatte aus Blech, aus Stahlblech vermutlich, damit ich da auch den einfacher sauber machen kann, wenn der dann mit Lack oder Leim oder so verklebt ist. Das ist nämlich immer das Eklige bei Holz. Ja, das kann man ganz schwer nur sauber machen. Dann muss man das abhobeln und das macht Dreck und dann ist da immer wieder irgendwas dran kaputt und ja. Also da ist Metall dann doch ein sehr viel umgänglicheres Material. So, ich mache dann mal weiter und ja, zeige euch dann später, wie ich damit jetzt vorankomme. Ja,
Drei Monate später. Es ist März. Ich habe jetzt hier in den letzten 3 Monaten an meiner Werkbank gearbeitet. Bin hier nur in sehr kleinen Arbeitsschritten von jeweils so 3 Stunden etwa vorangekommen wegen den Ruhezeiten. Deswegen stecken bis jetzt nur so 78 Arbeitsstunden in der Werkbank. Ich musste auch noch andere Projekte zwischendurch machen, die mir dazwischen gekommen sind. Musste Werkzeug bestellen. Ja, aber ich bin dann doch ein Stück weit hier vorangekommen. Hab so ein bisschen was gebracht. Bin jetzt dabei, hier so einen kleinen Zwischenstand präsentieren zu können. Und dafür bringe ich die Scheiße jetzt gleich mal raus und zeige euch das mal richtig. Und ja, aber vorher mache ich das Dings hier noch fertig. Und ja, dann werde ich auch das Geheimnis lüften, was 3 Dutzend Suppen mit meiner Werkbank zu tun haben. Jo, da wären wir dann hier beim Zwischenstand. Ich fange mal mit den kleinen Zwischenprojekten an, die ich zwischendurch hatte. Zum einen habe ich hier dieses Fahrrad. Das habe ich da aus dem Schrott gezogen damals und ja, das hat sogar dann diesen Nihilismus auf dem Platzprojekt überlebt. Da war allerdings einiges dran zu tun. Zum einen hatte das einen Platten, dann war, ja, ein Ständer hat es noch nicht. Wie gesagt, ich habe es erstmal nur grob repariert. Da war hier so eine komische Zeltbahn dran, die habe ich abgemacht und hier auch. Deswegen konnte man das gar nicht richtig warten und auseinandernehmen. Und darunter war alles rostig. Das habe ich jetzt hier so mit Pudding schon mal angeschmiert, damit das nicht weiter gämmelt. Weil ich brauche das Rad gerade als normales Wegrad. Weil dieses Mountainbike, das hat keinen Spaß gemacht. Das, ja, hat keine Rücktrittbremse. Und da bin ich ja überzeugt von diesen Dreigang Sachs Shimano-Dingern, also ja, in diesem Fall eine Shimano. Auf jeden Fall Rücktritt und Dreigang. Der Lenker, den habe ich ausgetauscht gegen ein anderes in der Bauweise, das ich noch hatte. Denn diese alten Hollandräder, die haben hier eine dickere Lenkerstütze als normale Fahrräder. Und das ist interessant, weil das ist eigentlich ein Nachbau. Das sieht man hier vorne an der Bremse, dieser Mountainbike- oder Citybike-Bremse hier. Normalerweise hat man da diesen normalen Kackeschieber dran. Aber da haben sie was verändert. Ansonsten haben sie alles gleich gelassen. Naja, bis auf die Alufelgen. Die sind auch original. Jo, Sattel ist auch diese eklige Federsattel weg gegen richtigen, wo man auch schön unbequem drauf sitzt. Ja, je härter der ist, desto besser kann man mit dem Arsch lenken. Das ist wichtig. Jo, Klingel, auch Vintage. Und dann habe ich mir hier noch diesen ultra coolen Steampunk-Zylinder genäht. Aus einer alten Lederjacke. Mit Taschen dran. Denn ich bin ja ein findiger Mensch, da kann ich mir dann was in den Hut stecken. Oh, und dann komme ich jetzt mal zu meiner kleinen Laubsägearbeit. Aber dafür muss ich zuerst einen Kulissenwechsel machen. Augenblick. Und Action. Jo, Werkbank. Zwischenstand. Ich lüfte als allererstes das Geheimnis um die 3 Dutzend Suppen, die für diese Werkbank vonnöten waren. Und zwar habe ich die benutzt, um das alles hier ursprünglich eben so ein bisschen Pionier-Goldgräber-Style Steampunk-mäßig zu machen. Dadurch ist diese Jetstream-Optik entstanden. Hat jetzt eher so ein bisschen was von Dieselpunk. Aber okay. So gesehen ist es ja, also das soll ja auch eine Funktion haben, wenn man so will, ist, hat dieses Ding quasi eine Art Funktion. Ja. Hier, ne, schön mit Blech. Also da habe ich so Schindeln draus gemacht. Hier vorne habe ich Dosendeckel genommen, auf der anderen Seite auch. Innen drin habe ich das Ganze schwarz gebeizt und dann mit Shellack, ja, eigentlich tatsächlich lasiert, obwohl Shellack,
der zwar als Lasur gehandelt wird, eher wie Politur normalerweise verarbeitet wird. Hier, beim Zwischenregal habe ich das auch gemacht und beim Innenleben. Dadurch hat man diesen etwas speckigen Glanz, den finde ich von Shellac immer so toll. Und ja, dadurch sieht man auch, dass das alles noch so halt nur grob gesägte und geschliffene Bretter sind, dass das nicht furniert ist. Und man hat insgesamt einfach so ein bisschen noch den rustikalen Look erhalten. Das Chassis habe ich geschliffen, nee, lackiert habe ich das. Also auch geschliffen natürlich und dann lackiert. Und ja, dann habe ich hier noch, ach ja, zu dem Dosenblech, ich zeige euch das mal. Das ist tatsächlich 0,3 Millimeter dick. Das ist, ja, also die Wände von so einem Campinganhänger sind da kaum dicker. Die sind vielleicht 0,5 oder so. Dann habe ich hier noch, auch um in diesem Steampunk-Stil zu bleiben, so ein bisschen hier Schrauben vermessingt. Ich habe das zum ersten Mal gemacht. Dadurch, weil ich so eine alte Kohlebürste zum Auftragen benutzt habe, habe ich hier diesen, ich zeige euch das mal, diesen smoky Look, diesen angeschmauchten, den ich halt auch genauso wollte, interessanterweise per Zufall. Und dafür habe ich hier auch noch hier in Grün diesmal, weil ich den Lack mal ausprobieren wollte, hier noch einen Winkel. Der kommt dann hier vorne hin, um den Flight Case an einem von drei Punkten vorne zu stabilisieren. Nur dafür brauche ich erstmal noch auch einen neuen Gewindeschneider. Ja, was kann man noch dazu sagen? Das war's eigentlich schon. Also, was interessant ist, ist irgendwie, dass das Ganze tatsächlich so ein bisschen Pattern-Look hat noch. Weil gerade hier vorne hat man hier noch so das Vermessingte von den Innenseiten von den Dosen. Und ja, irgendwo, Schuster bleibt bei deinen Leisten, so ein bisschen Trash-Punk ist es jetzt auch. Hier oben kommt dann noch, da habe ich tatsächlich hier in meinen heimischen Gefilden, war mir der Gott des Schrotts mal wieder holde und hat mich hier in seiner allumfassenden Weisheit mit allem versorgt, was ich brauche, nämlich einer Zinnplatte. Die kommt hier oben noch drauf. Die hat den Vorteil im Gegensatz zu Stahl, dass das nicht rostet und nicht oxidiert. Soll heißen, da bleiben auch keine Schweißelektroden dran kleben. Das kann ein Vorteil sein, wenn man mal abrutscht oder einfach mal den Kontakt nicht richtig findet mit der blöden Maske immer. So, ja, ich mach dann mal weiter. Bis nachher. So, ich mache jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und beende den damit jetzt Werkbank Teil 1 Film, weil es hat sich was ergeben. Ich habe eine neue Werkstatt hier, Garage 12. Sogar, ich weiß nicht, sieht man es jetzt? Sogar mit Licht. Nee, sieht man nicht, mache ich gleich noch einen Schwenk. So, und auf jeden Fall will ich mich jetzt natürlich hier erstmal einrichten, bevor ich weitermache. Und ja, ich freue mich. Endlich hat dieses Warten und dieses Laubsägegefrickel auf dem Flur ein Ende. Hab hier gerade ganz frisch den Mietvertrag. Schön an Kackfreitag. Ich schenke mir das hier also quasi zu Ostern. Boah, es wurde auch mal Zeit. Ja, dann abonniert mich gefälligst. Da, nein, nicht gefälligst, aber würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, mich liked, Kommentare hinterlasst. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Waldis Gurken. Bis denn. Fast vergessen, ich wollte hier noch den Schwenk machen, damit ihr das Licht seht. Achtung, geht los. Tada, gut geworden, hä? Richtig professionell.
came up from below. And wish of a light. Tipping the switch. What's wrong with my bulb? I ask my friends. And I ask my foes. Why damn mine light? Does not go. Therefore, my fellows, this good old guys, told me, illuminate! Is the right word for pulp?